Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Legend of Zelda Breath of the Wild, Part 65. Ja, wir müssen aufpassen. Da ist wieder so ein Moxygen oder wie die Dinger heißen. Dieser Riesen. Mach ich mal einen großen Bogen um den. Ja, diesmal möchten wir so ein bisschen der Hauptquest nachgehen, ne? Denn dort oben müssen wir hin, ne? Ja, vielleicht einen Turm noch freischalten. Aber die sind alle ein bisschen weiter weg, wie es den Anschein hat. Ich hoffe mal, hier in der Nähe ist noch einer. Und dann wissen wir auch ungefähr, was es hier so alles zu entdecken gibt, ne? Weil momentan ist es für uns noch niemands Land, weil die Karte eben noch nicht freigeschaltet ist. Das können wir eben nur mittels der Türme, die wir dann besteigen müssen. Was mitunter auch ein sehr, sehr, sehr schwieriges Unterfangen sein kann. Oh, da gibt es mehrere Böckchen. Oh Gott, Gerti rutscht. Sorry, Gerti. Oh, was sehe ich denn da? Ein Schrein. Da ist ein Schrein, Leute. Wie konnte ich denn den übersehen, hä? Oh, da reite ich mal hin. Den mache ich. Ja, was soll's. Wenn wir den schon gesehen haben jetzt, ne? Ach, schade, den hätte ich gekriegt. Weißt du nicht allzu zielgenau. Ich glaube, die Wölfe, die kann man auch so umhauen. Jo, kann man. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da muss ich nicht gegen die kämpfen. Das erleichtert uns doch einiges. Ja. Sehr schön. Können wir alle umhauen, die Biester hier. Das Fleisch. Fleisch, Fleisch, Fleisch. Brauchen wir auch. Super. Ich glaube, die respawnen auch die Viecher, ne, mit der Zeit. Und noch ein paar Wölfe mitnehmen. Komm. Leben die wieder? Edelwild sind die ja. Ne? Die haben Edelwild dabei. Oh, fuck. Das fängt an zu gewittern. Ja, die Axt, genau. Müssen wir mal ablegen. Hier sind die Waffen. Ach so, kann ich ja. Nee. Ich glaube, der Bogen nicht, ne? Wow! Haben wir ja Glück gehabt, das war knapp. Na doch, ein bisschen was hat's abgezogen, aber ist ja jetzt egal. Ich habe aber keine anderen Waffen. Doch, die hier. Die ist Blitz. Nicht anfällig für Blitze. Super. Blitzresistent. Wir nicht. So, jetzt esse ich mal was hier von dem Quark, was ich zusammengebraut habe in der vorletzten Folge. Ja. Ich glaube, in der vorletzten Folge war das. Wo ist denn der Quark? Ach, da. Stellt das wieder her. Ein bisschen reicht, ja. Hoffentlich werden wir nicht krank dadurch. Nö. Geil, das Gesicht von Link. Aber die Insel hat mich ja auch gereizt da, ne? Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt zuerst hin soll, aber dazu müssten wir hier auf den höheren Berg steigen. Und hoffentlich komme ich dann wieder zurück. Das ist ja auch so eine Frage, ne? Boah, jetzt auch hier eine Menge Wölfe. Wumm. Oh, dann sind die automatisch alle weg, die anderen. Hä? Verstehe ich nicht. Hm. Die haben sich dann regelrecht in Luft aufgelöst. Ah, da ist wieder einer. Stopp. Ey, das ist super. Das ist ja perfekt mit Gerti hier zu looten, ne? Oh, das sieht doch wieder nach so einem Oktovieh aus. Ey, komm, zweimal. Zweimal wild. Das ist doch geil, das kann ich mir nicht entgehen lassen, ja. Komm, Gerti. Oh Mann, Gerti lebt auch gefährlich. Die kann ja auch vom Blitz getroffen werden, oder? Ach du Scheiße, Leute. Hehehehe. Ja. Ich möchte jetzt auf die Insel, was soll's. Ja, von hier aus, ne? Scheint der ideale Punkt zu sein. Ey, cool. Aber irgendwas sagt mir, ich sollte meine Energie vorher aufwerten.
Naja, dann nehmen wir mal. Genau. Essen wir das mal. Auch wenn es Überwindung kostet, unserem Helden. Ja, Gerti, ich muss dich kurz mal zurücklassen. Weil. Kannst ja nicht schwimmen und so, ne? Oh, hoffentlich schaffe ich das, ey. Oh! Ey! Lass mein Pferd in Ruhe, ihr Götter aus Hyrule. Ja, hier gibt es ja Götter, ne? Also die sind wirklich allgegenwärtig. Oh Mann. Und jetzt bei dem Regen, da kann ich nicht mal, könnte ich nicht mal klettern, ne? Selbst wenn ich denn da an die Außenwand gerate, sozusagen. Es ist ganz schwer, darauf zu kommen. Ah, ich bin neugierig, Leute, was da. Und vielleicht ist ja da noch ein Floß, hahaha. Glaube ich jetzt nicht, aber. Da unten auf jeden Fall nicht. Aber vielleicht wird das nur noch nicht dargestellt, ne? Wegen dem Level of Detail. Oh Mann, das ist so genial. Man kann hier so viel entdecken. Ach. Wisst ihr was? Ich mach's jetzt einfach mal. Ich versuch's. Es kann ja nur schief gehen, ne? Ja. Ich könnte mich kurz nochmal fallen lassen etwas. Oh Gott. Was ist denn das da? Noch sehe ich keine Gegner. Na, das ist ein Skelett, ne? Okay, wir haben es relativ easy geschafft. Hätte jetzt nicht gedacht. Das war nicht mal knapp. So. Was gibt's hier? Kleinere Monsterchen. Die ich auch wegsprengen kann. Ja, genau so. Spart Waffenpower. Wie gesagt, ich möchte meine Waffen nicht unnötig verschwenden. Ne? Ja, noch einer, ne? Nee. Super. Ja, die kleinen sind da nicht so problematisch. Die großen schon eher. Die sterben nicht so schnell. Ich glaube, dieser Platz ist nur nachts, ne? Zu nachts schlafender Zeit ist das hier gefährlich. Eieiei. Ah, hier können wir auch was anheben. Hier ist so ein Feuerchen. Oh, und ein Edelstein drunter. Ein Feuerstein, jo. Hier können wir Feuer anzünden. Sollen wir vielleicht sogar. Sollen wir den anbrennen, den Baum hier? Irgendwas sagt mir, ja, ich soll. Okay, dann machen wir das doch glatt. Wie kann man denn den Feuerstein benutzen? Wie waren das nochmal, Leute? Ich rufe mal das Menü auf. Wo sind diese Steine? Muss ja irgendwie so gehen, ne? Diamant. Materialien steht ja da ganz allgemein. Nur. Wo ist denn hier ein Feuer? Hier ist ein Feuerstein. Wenn man mit einem Gegenstand aus Metall drauf schlägt, entstehen Funken, die Feuerholz in der Nähe sind. Ne? Naja, ist aber kein Metall. Praktisch, aber nach einem Schlag geht er kaputt. In die Hand. Quatsch. Ja. Mach ich den hier. Ja gut. Aber hier ist kein Metall. Achso, vielleicht soll ich den nur ablegen. Achso, und soll mit einem metallischen Gegenstand draufschlagen. Jetzt verstehe ich's. Na, dann bietet sich jetzt die Axt an. Jo, hat geklappt. Ey, wie geil ist das? Ah, hier kann ich auch warten. Auf was soll man denn warten? Bis der Baum gänzlich verrottet ist, oder wie? Keine Ahnung, Leute. Was ich hier machen soll. Ich will mal gerne einen Stock in die Hand nehmen. Haben wir, ja, Holz haben wir doch auch gecraftet. Wo ist denn das? Ach, da. Ja gut, das ist aber nur, das ist ja kein einzelner Stock, ne? Ah, vielleicht können wir einen pflücken. Ja, was soll denn das hier? Hier kann ich nur warten. Brennt das jetzt für immer? Wäre natürlich geil. Vor allen Dingen, auf was soll man hier warten, ne? Soll ich einfach den Baum mal umhauen? Versuche ich jetzt mal. Es kann doch nicht sein, dass hier gar nichts ist. Das glaube ich nicht, Leute. Ne.
Den kann man nicht so ohne weiteres umhauen. Ich glaube, nur bestimmte dafür vorgesehene Bäume kann man umhauen. Nicht alle. Die vielleicht noch eine Questbedeutung haben oder so. Ich weiß es nicht. Kann ja leider auch keinen Stock abbrechen, oder? Kann ich das, wenn ich diese kleinen Büschel da verhaue, kaputt haue? Verhaue. nehmen wir nochmal die Axt. Ja. Nö, das geht nur kaputt. Die anderen habe ich schon weggesprengt. Bringt ja rein gar nichts. Schade. Ich habe nur ein Feuer entzündet, mehr nicht. Was ist denn das hier? Sieht auch komisch aus. Ja. Na geil, jetzt bin ich hier gefangen auf der Insel. Wie Robinson Crusoe, habe aber nicht mal was zu beißen hier. Naja, nur das, was ich noch am Leibe trage. Oder in meiner Tasche. Aber hier ist nichts weiter, Leute. Was soll ich denn... Was soll das bringen? Das bringt doch rein gar nichts hier. Wer es nicht aufhört zu regnen, brauche ich sowieso nicht den Versuch zu unternehmen, hier aufzubrechen. Hier gibt es kein Floß, kein Nichts. Das kann mir doch keiner erzählen. Das muss doch irgendeine Bedeutung haben, diese Insel, ja. Oder soll ich bis zur Nacht warten? Und dann auf meinen Tod sozusagen, ne? Weil die ganzen Monster hier uns angreifen werden. Also zumindest sieht es danach aus. Ne? Hier sind ja etliche Skelette, die da rumliegen. Nee, ich glaube, das mache ich nicht. Oder vielleicht wird dann erst was freigeschaltet. Fragen über Fragen, Leute. Finden wir natürlich nur heraus, indem wir hier warten, aber mir ist nicht so danach. Ganz ehrlich nicht. So. Also da geht's weiter. Aber ihr seht's ja, ne? Da komme ich im Leben nicht hoch. Also nicht mit meiner Ausdauer, das ist, glaube ich, auch nicht so gedacht. Ist ja blöd, dass ich mich in der Falle begeben hier. Toll. Na geil, aber ich wollte unbedingt wissen, was es hier gibt, was hier Phase ist. Offenbar gar nichts. Wobei ich mir vorstellen kann, dass hier irgendwie eine Höhle ist, in der sich vielleicht sogar ein Schrein befindet, aber nee. Dann hätte der Schreindetektor sich schon bemerkbar gemacht. Ja, nee, das bringt hier nichts, aber ich muss warten, Leute, bis ich wieder... Ey, das hört nicht auf zu regnen, ne? Können wir hier graben oder was? Oh Mann, irgendwann bricht die Nacht über uns herein, wenn es nicht bald aufhört. Da oben war ja auch nichts, ne? Nö. Wenigstens ein Krog hätte ich hier erwartet, ja? Ja, stimmt, klettern können wir ja auch nicht, wenn es regnet. Geil. Aber hier ist nichts. Gut, das wird jetzt auch nicht mehr, indem ich das immer wiederhole. Also gehe ich einfach mal zurück. Ey, scheiße, Leute. Was soll denn das? So eine unnütze Insel hier. Cool, das brennt immer noch, trotz des Regens. Das ist ein unlöschbares Feuer. Tja, geil. Es hört nicht auf zu regnen, ne? Verdammt. Ah, da habe ich mich hier an was reingeritten, ja. Prima, wenn ich Glück habe, überlebe ich irgendwie. Ah, da sieht so nach einem Strand aus, auf dem wir uns retten können. Aber das ist hier auch kein Floß, ist nichts, ja. Das ist ja echt nichts. 0, nichts. Warum schimmert denn das jetzt so grünlich hier? Oh, ein Wolf. Ja, schneller. Hoffentlich schaffe ich das. Oh Mann. Vielleicht ist das Wasser da vorne schon ein bisschen flacher. So dass er links stehen kann. Oh verdammt. Ja, schaffe ich nicht. So knapp. So knapp. Nein! Arg! Schön. Toll gemacht. Scheiße. Oh Mann. Ist das böse. Vielleicht von hier aus. Vielleicht schaffe ich das. Nein, was mache ich denn? Oh Gott. Ja, von hier oben vielleicht. Kein Schrein, kein gar nichts hat es da, ja. Das ist ja eine reine Falle eigentlich. Deswegen waren da so viele Knochen. Das hätte mir eigentlich schon Warnung genug sein müssen. Ne? Vielleicht schaffe ich es ja jetzt. Weil das war ja wirklich denkbar knapp, denke ich mal. Der Strand war quasi schon in Spuckreichweite.
Die denke ich doch erst zum Schreien. Naja, da haben wir rausgefunden, was es auf der Insel gibt. Nämlich gar nichts. Oh nee. Komm, Link. Halt noch ein bisschen durch. Komm. Oh! Massarbeit. Puh. Ey, wie geil. Oh, bin ich erleichtert. Puh. Ja, wie gesagt, ich habe mir ja sowieso vorgenommen, erstmal in Ausdauer zu investieren und in Lebensenergie. Also wir haben ja jetzt genug Zeichen der Entbehrung, der Bewährung bekommen, genau. Wir haben uns ja bewährt. Upp. Oh nee, hier ist ja das Vieh. Scheiße. Können wir dem das klauen, wenn wir auf ihn raufsteigen? Nee, das merkt er doch, oder? Der ist doch bestimmt kitzlig. Wenn ich jetzt pfeife, Gerti rufe, dann kommt er erst recht. Aber ich probiere das einfach mal. Auf ihn raufklettern können. Naja. Oh, was sind das für ein Vieh? Eine Taube, wa? Ey, cool, eine Taube. Haben es ja auch noch nicht gesehen. Oder ist mir noch nicht aufgefallen. Auf die Arme müsste man raufkommen. Stimmt, dazu muss ich aufstehen. Nö. War nichts, es war nichts. Ach, scheiße. Ah, so richtig springen kann er denn nicht. Nö. Wir brauchen uns ja bloß kurz mit dem Arm berühren, glaube ich. Ja, aufpassen. Ja, die Physik ist hier so ein bisschen tricky. Scheiße, deine gute Waffe. Nein! Ich bin mal weg. Alno-Kette. Na, Seika, der hat einen besonderen Gegenstand. Um den Hals zu hängen. Das ist bestimmt eine richtig geile Waffe. Komm, Gerti. Oh, lass ja mein Pferd in Ruhe, ey. Was sind die? Sag nicht Gerti. Ach, doch, Gerti ist da vorne. Gerti, komm nochmal. Hier ist so ein Riese hinter mir her. So ein Hinox. Obwohl, ich könnte jetzt auch ins Tal hinabschweben, ne? Ja, und aus der Gefahrenzone. Prima. Mann, wir hätten die fast gehabt, die Kette. Ah, der pennt doch bestimmt gleich wieder ein. Schön, dass du auch schon da bist, Gerd. Der pennt bestimmt gleich wieder ein. Ey, das probiere ich nochmal. Ich war so nah dran. Muss ja im Prinzip nur schnell sein, ne? Schnell sein ist da die Devise. Wie so häufig. Gerti, langsamer. Du solltest doch nicht hören, Mann. So, noch Nacht, ey. Verdammt. Okay, jetzt werde ich nur noch schleichen. Dann lustige Hose an. Ja, oh. Wieder sie im Bauch kratzt. Okay. Joa. Warten. Nein, was ist denn das? Ah! Oh, nicht doch. Scheiße. Ey, das gibt's doch nicht. Warum rutsche ich denn da ab? Das regnet doch nicht. Oh, der wirft einen Baum auf uns. Der hat einen Baum gepflückt. Na? Ja. Aber der verliert relativ schnell die Akku.
natürlich ideal. Und pennt direkt wieder. Das gibt's doch nicht. Oh, oh ne, jetzt regnet es wieder. Ich hasse es. Nein, jetzt habt ihr aufgehört. Das hat er gehört. Danke, Göttin Hyrule. Das war echt. Das ging ja, das war cool. Also. Wie komme ich da nur ran, Leute? Das ist ja Wahnsinn. Ich möchte das Ding haben. Oder müssen wir die Kette zerhauen oder so? Wäre natürlich auch denkbar, ne? Ruhig. Mann, ich hab doch schon das Kletterteil. Ey, das gibt's doch nicht. Nee, das schafft man nicht, glaube ich. Das bringt nichts. Also vielleicht schafft man das, Leute. Also könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommis schreiben, falls ihr das geschafft habt. Ohne ihn zu besiegen, aber... Ich glaube, den muss man besiegen. Diese Ketten sind, denke ich mal, auch mächtige Waffen. Naja, ist egal. Jetzt gehe ich zum Schreien. Reiz zum Schreien, würde ich sagen. So, markiere ich mal. Nee. Schon, den kann ich ja markieren, ne? Da ist noch irgendwas Helles da im Hintergrund. Oh, die Wölfe rennen schon vor uns weg, ja? Oh, warum denn? Was habt ihr denn, Wölfchen? Oh, da ist auch wieder was Großes da hinten. Oh, was sehr Großes. Moment. Ach, du Scheiße. Die sind auch sehr mächtig, glaube ich. Diese komischen Zentauren. Ui, nun lass ich mal links liegen. Oh, weia. Die sind wir noch nicht gewachsen. Ist hier wieder ein Krog? Ja, das ist wieder ein Krog. Stopp. Ja, muss ja erstmal einen auswählen. Ich weiß das doch. So, und jetzt. Tada! Immerhin ein Krog. Ui, ui, ich mich entdeckt. Krog sammeln. Na Mensch, wenn Maronus kommt, dann können wir jede Menge eintauschen. Wobei das natürlich mit der Zeit auch teurer wird, ne? Das ist ja leider so eine Sache. Oh, da ist auch irgendwas. Ach, ich hab so viel zu entdecken hier. Verrostetes Schwert, doch nicht doch. Aber besser ist gar nichts, ne? Würde ich mal sagen. Ja, wir hier gar keine Waffe haben weiter. Und da ist es nicht so schlimm, wenn die mal kaputt gehen. So. Weiter gern schreien. Hätte ich doch markieren sollen, ne? Nur für den. Da ist auch was. Da hinten. Stopp, stopp. Oh, nee, nee, Fleder. Fleder, Beißer. Irgendwie kann ich hier jetzt nicht das Fernglas auswählen, wenn ich reite. Glaube ich nur, wenn ich absteige. Ach, das ist ein Drache wieder. Ey, geil. Jetzt kommen wir den Drachen allmählich näher. Wo war denn jetzt der Schreiner? Hätte ich ihn nur markiert, ne? Oh, da sind noch mehrere von diesen. Ne, das sind Bockblins. Oh, die nehmen uns hier wahr schon. Habe ich denn den Schrein gesehen hier, Leute? Oh nein, schon wieder jede Menge Flederbeißer. Hier pfeift's, ja. Ich glaube, ich muss da hoch. Irgendwo da oben war der, glaube ich. Wo sind wir denn jetzt überhaupt? Ach so, da sind wir schon wieder weiter westlich geritten. Naja, ist egal. Da ist ein Schrei. Nee, das war wieder der Drache. Oh, da ist irgendwas. Oh nee, das ist was Böses, glaube ich. Das kann uns angreifen. Das ist so ein irgendwas magisches. Ah, jetzt höre ich schon ihn. Okay. Und war jetzt genau richtig. Oh nee, Fee. Nee, das war auch ein Krog. Cool. Ui, ich mich entdeckt. Sehr cool. Können wir klettern. Auf Zuruf hat es aufgehört zu regnen und ich werde nicht fertig drüber. Sehr geil. Oh, was haben wir denn da? Oh, Eichhörnchen. Ist das niedlich? Aber die sind so schnell, wie sie da waren, so wieder weg. Oder ich sie gesehen habe zumindest. Ja, hier irgendwo war der doch. Die dicken Blobs. Nö, nö. Oh Gott, drei gleich von der Sorte. Hoffentlich kommt Folterungsgärte hier. Was ist denn das da hinten? Oh, ein Stall. Ein Stall ist hier.
Ja, das ist doch mal cool. Und das? Ein Monsterhort. Ein Monsterhort. Wo ist denn der Schrein hier gewesen, Leute? Ja, die sind ja immer so ein bisschen versteckt, oh, hier fliegen. Ne. Dachte schon, da ist noch so ein Drache. Was denn nun? Ja, die kommt wohl nicht, ne? Doch, da ist sie doch. Gerti, such den Schrein. Ja, wird immer lauter, sehr gut. Jetzt lässt sie wieder nach. Habe ich nie gesehen gehabt. Oh nein, nicht wieder so versteckt. Nein, der war nicht versteckt. Ich habe ihn ja von weitem gesehen gehabt. Der muss hier irgendwo sein. Ja, in der Nähe von Stallungen sind ja auch öfter mal Schreine, ne? Irgendwo hier wahrscheinlich um. Ja, da ist er doch. Den habe ich gesehen, genau. Komm, Gerti. Ich meine, hier ist eh ein Stall, aber ist da noch ein Monster? Oh, das ist alles voller Monster. Das sind Ruinen auch. Da haben die sich wieder eingenistet, diese Viecher. Vielleicht kriegen wir da auch wieder schöne Quests, oder das ist ein Aussichtspunkt. Da hat es ja manchmal so Ton oder so. Da waren wir schon. Hier noch nicht, Leute. Aber ich würde mal sagen, ich mache mal Schluss für diese Folge. Und ja, falls euch diese gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like da. Die haben alle unterschiedliche Musik. War es mir das nie vorher aufgefallen? Ist ja cool. Na gut. Ja, bye bye. Ciao, ciao. Lasst es euch gut gehen.